Endlich haben wir das Einsteinhaus gefunden. Wir waren schon mal hier in 1988 oder so. Und zwischen 1930 und 1932 wohnte Albert Einstein mit seiner Frau Elsa fast ganzjährig als Sommersitz und hatte unten ein Segelboot im kleinen Steg liegen. Und prompt ist das natürlich so, es ist geschlossen, nur am Wochenende geöffnet. Deutschland, die Tourismuswüste, natürlich noch mehr Wüsten, ne? Dienstleistungswüste. Und hier die Internetadresse.